Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und heute geht es wohl um den gesündesten Lebensstil überhaupt. Heute geht es um Clean Eating. Bleibt dran! Meine Lieben, man könnte meinen, beim Begriff Clean Eating handelt es sich vielleicht um eine neue Form der Ernährung oder eine neue trendige Diät. Nein, das ist es nicht. Clean Eater, so wie ich, legen ganz, ganz großen Wert darauf, alles in möglichst reiner und sauberer Form zu sich zu nehmen. Das bedeutet die Kombination von gesunden Lebensmitteln, absolut unverarbeitet und frisch. So, das gilt auch beim Würzen. Wir verzichten komplett darauf, auf irgendwelche Pülverchen oder Dosen oder irgendwelche Tütchen oder irgendwelche Dressings aus dem Tütchen, die man irgendwie andrückt. Also alles, was in irgendeiner Form fertig ist, wird vermieden. Das ist Clean Eating. Möglichst natürlich, möglichst unbehandelt, möglichst frisch. Das darf natürlich auch Tiefkühlware sein, weil Tiefkühlware ist ja auch schockgefrostet. Dazu greife ich auch sehr gerne, vor allem wenn es auch mal sehr, sehr schnell gehen muss. Aber immer in der natürlichsten Form. Dasselbe übrigens gilt auch für Sportler. Viele Sportler greifen ja auch zu Mittelchen, zu Supplements und irgendwelchen Vitaminen. Irgendwelche Mikronährstoffe und Makronährstoffe und vor allem jede Menge Eiweiß, welches sehr, sehr stark verarbeitet ist, absolut synthetisch ist und natürlich nicht in ihrer reinsten Form. Also wenn Eiweiß, dann in natürlicher Form, in Form von Fleisch und Fisch, hochwertiges Gemüse und Getreide. Das ist auch eine sehr, sehr gute Eiweißquelle. Auch im Getreide gibt es auch sehr viel hochwertige Eiweiße, wie zum Beispiel Linsen, Kichererbsen, Bohnen und so weiter. Also ihr merkt schon, es ist wirklich essentiell, wirklich auf die absolute natürliche Form zu achten. Denn je mehr wir verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen, in Form von Nudeln, in Form von irgendwelchen Pülverchen oder Soßen oder sonst irgendwas, desto mehr Transfette nehmen wir auch zu uns. Transfette kann der Körper nicht verarbeiten, die lagern sich ab und gehen natürlich wohin? Ins Unterhautfettgewebe und dann, ja, das Resultat ist, man nimmt immer mehr zu und immer mehr zu. Ja, was bedeutet das denn, clean zu essen? Für jemanden, der jetzt vielleicht umsteigen möchte, dem kann ich sagen, greift zu komplexen Kohlenhydraten. Was sind komplexe Kohlenhydrate? Ganz einfach, zum Beispiel Hirse, Quinoa, Wildreis, das sind komplexe Kohlenhydrate, aber auch Kartoffeln, alles was in der natürlichen Form draußen wächst. Komplexe Kohlenhydrate bedeutet aber auch Finger weg zum Beispiel von Pasta und Pizza und irgendwelchen Nudeln. Das ist natürlich auch sehr stark verarbeitet und regt natürlich auch wieder den Insulinspiegel an. Das Schöne und das Positive an den komplexen Kohlenhydraten ist, dass diese wirklich Heißhunger vermeiden, weil der Stoffwechsel dadurch angeregt wird und natürlich auch die Verdauung angeregt wird. Pluspunkt. Immer wieder höre ich das, ja, ich nehme lieber Agavendicksaft, das ist ja auch besser als natürlicher, als der weiße Zucker. Da kann ich nur sagen, nein. Ich verlinke euch mal kurz an dieser Stelle ein Video von mir, welches darum geht, warum der industrielle Zucker und was eigentlich Fruchtzucker bedeutet, weil Agavendicksaft ist nichts anderes als ganz, ganz hochkonzentrierte Fructose, welche auch komplett leberdurchlässig ist und auch sich sofort auch einlagert in die Fettdepots. Kommen wir nun zu den Vorteilen von Clean Eating. Wenn ihr euch mal umschaut in eurem Bekannten- oder Freundeskreis oder bei der Arbeit bei irgendwelchen Kollegen, die eurer Meinung nach vielleicht Clean Eater sind, hört mal rein in deren Lebensstil. Meistens sind das Menschen, die sowieso etwas aufgeräumter sind im Leben. Diese Menschen trinken in der Regel auch ausreichend Wasser, haben eine gute Bewegungsbilanz am Tag, gehen regelmäßig zum Sport oder machen zu Hause Sport, wie auch immer, legen sehr Wert auch darauf, dass es auch zu Hause aufgeräumter ist. Meistens sind diese Menschen auch moralisch überlegener. Achtet mal darauf, Clean Eater haben nicht nur einen gesunden Ernährungsstil, sondern allgemein strahlen sie irgendwie etwas anderes aus. Versucht euch ein bisschen an solche Menschen zu orientieren, dockt euch da ein bisschen an, schaut euch da ein bisschen was von ab. Und versucht euch davon ein bisschen inspirieren zu lassen. Versucht euch nicht dadurch runterdrücken zu lassen in Form von, oh Gott, das ist mir alles ein bisschen zu viel. Versucht hinzuhören, versucht zu lernen. Clean Eating dient jetzt nicht direkt einem Gewichtsverlust, sondern dadurch, dass man clean isst, nimmt man relativ große Mengen an Essen zu sich, man ist länger satt und man sündigt nicht in dem Sinne, indem man irgendwie 4 Kekse isst in der Mittagspause, die genauso viel Kalorien haben wie vielleicht ein Hähnchenbrustfilet. Und das Schöne ist, ist man denn mal eingeladen oder man empfängt Besuch zu Hause, dann ist auch mal so ein Kuchen überhaupt kein Thema, ist eine Seltenheit, aber man kann das sehr, sehr gut kompensieren, weil man sonst einen sehr gesunden Lebensstil hat. Und das ist auch wieder ein Vorteil von Clean Eating. Man hat einfach eine schönere Haut, man hat glänzende Haare, man hat bessere Nägel, wenn man clean isst und vor allem, man ist nicht so müde. Menschen, die clean essen und eine sehr hohe Nährstoffdichte in sich hineinschaufeln, sage ich jetzt mal,
Diese Menschen sind einfach leistungsfähiger, können sich besser konzentrieren und sind nicht so müde. Wenn man sonst vielleicht andere Menschen beobachtet nach der Mittagspause, die fallen in ein totales Fresskoma, weil sie vielleicht so einen ganzen Berg, was weiß ich, Nudeln gegessen haben. Beobachtet man aber Clean Eater, die vielleicht einen sehr hochwertigen Salat gegessen haben mit viel Thunfisch oder mit Fleisch oder mit Hähnchenbrust oder was auch immer. Ja, die sind einfach auch noch danach leistungsfähiger und fit und trotzdem satt, weil sie einfach voluminöser essen. So. Ja, meine Lieben, das ist im Grunde Clean Eating. Es macht Spaß, es ist lecker, es ist ein gesamter Lebensstil. Man fühlt sich rundum wohl und das Schöne ist, ja, man kann damit auch vielleicht einfach andere Menschen ganz einfach erreichen und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Und ich sage jetzt einfach, wo immer ihr auch gerade seid, passt immer schön auf euch auf und lasst mir vielleicht ein Däumchen und ein Abo da. Da freue ich mich. Macht's gut. Tschüss.